Ja, Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen. Heute geht es um meine Jacke und zwar um die MR1 von Alpha Industries in Sage Green bzw. Salbergrün oder halt auch Oliv. Die Jacke ist ein absoluter Klassiker von Alpha Industries. Die wurde auch zig hundertmal kopiert von anderen Herstellern, No Name, Miltec etc. Aber das ist die von Alpha Industries halt. Das, in Klammern, das Original. Ja, schauen wir uns die Jacke erstmal an. Einmal Rundumblick. Klassische Fliegerjacke. Hat einen schweren Reißverschluss. Einen Frontreißverschluss. Strickbündchen an den Ärmeln. Auch am Kragen. Hat hier so zwei Taschen zum Einschieben. So. Hat innen drin, da es ja eine Wendejacke ist, genau das nochmal hier. Der eine oder andere kennt so eine Jacke. Da auch. Apropos, drinnen haben wir Indian Orange, so ein Blaze Orange. Kann man ja auch auf links tragen. Wurde ja dafür konzipiert, falls irgendwie Piloten im grünen Busch irgendwie, wenn man sie wiederfinden muss, auf jeden Fall, um sich auf sich aufmerksam zu machen. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, Material und so blende ich mal ein. Hat, also ist, glaube, außen 100% Nylon, innen drin auch. Und Wattierung, ja, Polyester, glaube ich, wattiert. Auf jeden Fall sehr schön warm. Dann hat es hier, mal sieht man das, hat das hier so eine Tasche. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Ärmelbüro nennt sich. Hier kann man ein paar Stifte reintun. Hier nur Kleinkram, Feuerzeug oder I don't know, irgendwas. Hier haben wir, vielleicht sieht man das, das Fähnchen mit Alpha Industries. Und hier kann man das sehen, Moment. Auch Alpha Industries. Ja, Logo. Wie gesagt, die Jacke ist schön bequem jetzt, es wird kälter und für die kalten Tage eine absolut tolle Jacke. Und ja, absoluter Klassiker, was soll ich da noch großartig sagen? Der eine oder andere hat sie sicherlich mal gesehen oder gehabt oder whatever. Ne? Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.